So the current record stands at 28 hours and 51 minutes. So if they get 28 hours and 52 minutes, they have the record. Wir starten jetzt den Weltrekordversuch. Wir machen den längsten Pitch der Welt. Wir werden anpeilen, dass wir 30 Stunden lang Startups präsentieren lassen vor namhaften Großinvestoren. Einen solch vielfältigen Einblick in die deutsche Startup-Landschaft in so kurzer Zeit kann man nirgendwo anders bekommen. Deswegen war das heute genau der richtige Schritt, hier mitzumachen. Die größte Herausforderung wird, wach zu bleiben, vor allem in der Zeit zwischen 2 und 6 Uhr. Also ich glaube, wenn man einfach nicht aufhört zu sprechen, dann wird man auch nicht einschlafen. Und das ist meine Strategie heute. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Ich habe auch Applaus bekommen nach meinem Pitch, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Also ist alles super gelaufen. Ich bin froh. So, I would say the event overall is very pleasantly surprised because it's very dynamic, many people and quite international. So we find it very interesting. Das war echt cool, also hat Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn man so etwas verrückte Reaktionen miterleben kann und mitmachen kann. Also finde es toll, dass es solche Initiativen gibt und bin da gerne dabei. Ich glaube ganz gut. Also die haben viele gute Fragen gestellt, man hat gemerkt, die haben Interesse und naja, einer der Investoren ist komplett in unserem Segment drin, hat uns direkt eine Visitenkarte gegeben, war ganz nice. Das strahlt auch aus, ich finde das eine super Idee und die zeigt natürlich auch, welches Potenzial wir hier in der Region haben. Und wenn die Metropole Ruhr diesen Weltrekord aufstellen kann, dann macht mich das sehr stolz. Ja, das Feedback war recht positiv und ich muss sagen, obwohl die alle sehr müde aussahen, haben sie aufgepasst und haben auch clevere Fragen gestellt. Wir bewegen uns ja seit ungefähr anderthalb Jahren in dem Bereich Gründerszene deutschlandweit und das Ruhrgebiet hat alleine in den anderthalb Jahren enorm zugenommen. Ich beurteile das extrem positiv. Die Nacht war hart, die letzten Stunden aber wirklich extremst. Es war ein tolles Team, die Jungs waren super. Die Leute, die gepitcht haben, die waren super und es ist gut so, wie es ist, in jeder Hinsicht. Ach, so viele, unendlich viele Pitches, sehr viele schlaflose Nächte, sehr viel Adrenalin, gerade jetzt zum Schluss, wo es nochmal echt knapp war. Das waren schon faszinierende 29 Stunden. Über den Ruhr Summit und über die Entwicklung in den letzten Jahren haben wir wahnsinnig viele Startups hier hinbekommen. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich persönlich ehrlicherweise nie am Weltrekord gezweifelt. Und 29 Stunden ist ein Kracher, ich freue mich riesig. Ja, wir haben eine super Startup-Szene und wir haben vor allen Dingen so eine vielfältige Startup-Szene. Das finde ich einfach klasse und das müssen wir einfach mehr nach draußen tragen. Das müssen mehr Menschen erfahren und ich hoffe, mit diesem Weltrekord jetzt erfahren das auch mehr Menschen. Yeah, I can say the longest business speech marathon has been set in Metropolis Ruhr in Germany.